hoffe, es kommt noch sehr viel mit diesem Auto. Ich hab's gewollt, aber es geht jetzt wohl leider nicht mehr. Hey Leute, was geht? Hier seid bei JBCarsTV. Ich hatte ursprünglich geplant, an dieser Stelle ein Video zu bringen, welche Folgen das Fahren auf dem Nürburgring für ein Auto hat, am Beispiel von meinem Alpha. Aber es gibt wohl etwas, das deutlich mehr Schaden verursacht als Prügeln um eine Rennstrecke. Und das ist, wenn einer mir hinten reinfährt. Ja? Gina hat's erwischt. Und zwar richtig. Also, ich habe zwar schon mal den Titel benutzt, Gina ist tot, aber diesmal könnte es sein, dass sie wirklich letztendlich komplett tot ist. Ich meine, es war ein Unfall, wo wir, wie ich denke, keine wirkliche Schuld haben. Ich kann euch vielleicht kurz erklären, wie der Unfall passiert ist anhand von einer Zeichnung und einem Beispiel. Okay, so ist der Unfall passiert. Mit Modellen, es sind nicht die exakten Modelle, es ist schwierig, die richtigen Modelle zu kriegen, aber wie auch immer. Wir sind auf jeden Fall hier in einem Parkplatz gestanden, der direkt an eine Straße anschließt. Wer es kennt, ist Dolomiti in Olching. Wir waren mit unserem Eis fertig, wollten rückwärts ausparken und haben eben geschaut, ob was von beiden Seiten kommt. Wir haben gesehen, von dieser Seite kam nichts, da war kein Auto. Auf dieser Seite stand eine schwarze A-Klasse, die links in einen Parkplatz abbiegen wollte. Also sind wir rückwärts rausgefahren auf unsere Seite der Straße. Anscheinend ist, während wir rausgefahren sind, die schwarze A-Klasse auch abgebogen in den Parkplatz. Und der rote Polo, der mir hinten reingefahren ist, der wahrscheinlich direkt dahinter stand, ist anscheinend losgefahren. Jetzt standen wir aber schon ungefähr ein paar Sekunden auf der Straße, während wir in den ersten Gang eingelegt haben, wollten losfahren und der rote VW kracht uns volle Kanne hinten rein. Wir haben keine Idee, wieso, ob er uns nicht gesehen hat oder warum auch immer. Auf jeden Fall standen wir schon lange auf der Straße und wollten gerade wegfahren. Auf jeden Fall, dann natürlich mit der Unfallaufnahme, war ein Riesengeschieß und der Fahrer des roten VW bestand darauf, dass die Polizei auch noch vorbeikommt. Die haben den Unfall dann aufgenommen, obwohl es keinen Personenschaden gab und deswegen die Polizei eigentlich unnötig gewesen wäre. Aber so ist das Ganze abgelaufen. Naja, leider ist halt ein bisschen Schaden passiert, denn ich schätze, der VW ist uns schon mit so ungefähr 30 km/h ungefähr hinten reingefahren. Naja, den Schaden, den können wir uns ja jetzt mal angucken. Tja, hier ist sie. Sie ist leider nicht mehr so schön wie das letzte Mal, wo ihr sie gesehen habt. Ich meine, der rote Polo ist hier schräg hinten wirklich voll reingedonnert. Und aus der Kameraeinstellung sieht man das jetzt vielleicht nicht so, aber das ganze Heck ist komplett quer. Man sieht es sogar in der Seitenwand, hier in der Spiegelung. Das hat es komplett aufgeschoben. Da ist hier wirklich so eine S-förmige Kante jetzt drin, die da eigentlich nicht hingehört. Man sieht es auch. Man sieht es auch an der Heckklappe. Hier ist einfach alles krumm und schief. Und es hat hier unten in der Klappe sogar den Falz reingebogen. Also, wenn man das austauschen müsste, müsste man die Heckklappe, die komplette Stoßstange und die Querträger, die unten drunter sind, alle erneuern. Man müsste die Seitenwand entweder ausbeulen oder auch austauschen. Und naja, da beginnen so ein bisschen die Probleme, weil wir hatten einen Gutachter da, der hat sich das Auto schon angeschaut und ja, der hat festgestellt, der Restwert des Autos vor dem Unfall war 3.400 Euro. Der Schaden, wenn man ihn professionell reparieren möchte, ist 8.000 Euro. Und das ist halt schon ein bisschen viel. Wisst ihr, als mein Motor kaputt ging, da habe ich einfach für 600 Euro ein Ersatzauto gekauft. Und dann haben wir den Motor umgebaut. Per Hand. Es war zwar eine Menge Arbeit, aber die Kosten hielten sich in Grenzen. Aber wenn ich das Auto wirklich weiterfahren möchte, dann soll es ja anschaulich gut aussehen. Und wenn ich das machen möchte, dann zahle ich einfach das Doppelte, was das Auto wert ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwo gibt es schon seine Grenzen. Also,
kann schon sein, dass, dass ich Gina nicht mehr reparieren werde. Zumindest nicht für mich, für den Straßenverkehr. Aber es kann sein, dass das hier das letzte Video mit dem Auto sein wird. Also zumindest, wo es über das Auto geht. Echt schade. Das Problem ist, Gina war jetzt nicht irgendein Projektauto oder ein großes Passionsauto von mir. Sie war am Ende des Tages mein Alltagsauto. Ein Auto, das ich jeden Tag bei jeden Bedingungen gefahren habe. Und ich meine, wenn ich sie nicht repariere und wirklich nicht mehr fahre, dann heißt das, dass ich ein neues Alltagsauto brauche. Jetzt könnte man natürlich das Beste aus der Situation machen und ein besseres Auto, also eins mit mehr Ausstattung, mehr Leistung vielleicht besorgen. Aber da ist das Problem, ich habe nicht sehr viel Kohle. Ich meine, ich bin Student. Ich habe nicht so viel auf der Bank rumliegen. Aber es ist sicher, ich brauche irgendwas anderes. Also wenn ihr vielleicht eine Idee habt, vielleicht irgendein Kompaktwagen oder eine Limousine oder so für relativ günstiges Geld, auch für den Alltag, das vielleicht zu mir passt, dann schreibt doch eure Ideen in die Kommentare, wenn ihr welche habt. Aber dann gibt es nur noch zu sagen, ciao, Gina. Es waren schöne 4 Jahre.